Sie sind hier, 14. Dezember 2018, 18.34 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Eintracht Frankfurt gewann als erstes deutsches Team alle 6 Gruppenspiele in der Europa League. Urheberrecht Getty Images. Die deutschen Teams machen mit ihren Erfolgen im Europapokal weiter Boden gut in der 5-Jahres-Wertung. Schon jetzt ist die Bilanz besser als in der kompletten Vorsaison. Mit 4 Siegen in 7 Partien haben die deutschen Europapokalstarter in dieser den Rückstand in der UEFA 5-Jahres-Wertung auf Italien weiter verkürzen können. Dank der Erfolge von Borussia Dortmund und Schalke 04 in der Champions League und den Dreiern von Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen in der Europa League beträgt der Rückstand der Bundesliga 69.784 Punkte, auf die italienische Serie A 72.154 Punkte, auf Platz 3 noch 2.370 Punkte. Schon jetzt ist die Bilanz der aktuellen Saison nach der soeben beendeten Vorrunde besser als die Ausbeute der kompletten Vorsaison. In der laufenden Spielzeit erspielten die deutschen Teams im Europapokal 13.071 Punkte, im Vorjahr waren es nur 9.857 Punkte. Angeführt wird die 5-Jahres-Wertung weiterhin souverän von Spanien, 97.569 Punkte. England folgt mit 75.605 Punkten auf Platz 2. Sport1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bereichen. Mehr